Hi, mein Name ist Markus und ich heiße euch willkommen zur TechNews 15 2020. In der heutigen TechNews sprechen wir vor allem über das neue AMD Agesa Update, dann über eine kritisierte SMR-Technik und über das iPhone SE. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege sofort los. Die Ausrollung des neuen Agesa 1.0.0.5 UEFI Updates für ARM4 Mainboards hat begonnen. Den Startschuss macht MSI, welche nun eine neue Mainboard-Firmware veröffentlicht haben. Jene Firmware kann auf der Herstellerseite heruntergeladen werden und ist aktuell nur für B450 Boards verfügbar. Das neue Update bringt überschaubare Verbesserungen mit sich. So unterstützen die Boards nun die neuen Ryzen 3 CPUs und bekommen einen HDMI-Audio-Bug gefixt. Ich gehe davon aus, dass das neue Agesa Update sehr zeitnah auch für die anderen AMD-Chipsätze zur Verfügung gestellt wird. Die Festplattenhersteller Western Digital als auch Seagate und Toshiba sind in der letzten Zeit in starke Kritik geraten. Vor allem Western Digital trat besonders hervor. Die Hersteller haben Festplatten verkauft ohne klare Nennung der verwendeten Plattentechnologie. Es stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass gewisse Produkte die SMR-Technik verwenden, welche allgemein als sehr unzuverlässig angesehen wird. Western Digital ging dort noch einen Schritt weiter und vertreibt seine Red NRS-Platten mit dieser SMR-Technik ohne Kennzeichnung. So kommt es nun vermehrt zu Ausfällen bei Usern, die die HDDs in einem NRS-System verwenden. Dabei sind nicht alle Größen der RED-HDDs betroffen. Western Digital hat nun offiziell eingeräumt und eine Liste veröffentlicht, welche klar darstellt, welche HDDs aus dem Sortiment auf SMR setzen. Die Liste findet ihr unten in den Quellen. Seagate gab bekannt, dass die SMR-Technik keine Verwendung in NRS- bzw. Serverplatten findet. Das iPhone SE 2 ist nun verfügbar und kann erworben werden. Die Ähnlichkeit zum iPhone 8 ist nicht zu übersehen. Findige Bastler haben nun herausgefunden, dass das neue SE sich nicht nur äußerlich stark zum iPhone 8 ähnelt, sondern auch innerlich. Das verbaute Logic Board ist gleich groß zum 8er und könnte somit auch in einem SE 2 funktionieren. Auch das Display sowie die Kamera sind baugleich. Lediglich der Akku kann nicht unter den Smartphones getauscht werden, da verwendet Apple im SE 2 einen komplett anderen. Nichtsdestotrotz ist das eine prima Entdeckung, so kann nämlich das iPhone 8 wunderbar als Ersatzteillager für das neue iPhone SE dienen. Es sind erste Benchmarks zu den kommenden Intel Core i3 Prozessoren 10300 und 10100 aufgetaucht. Jene Benchmarks legen offen, dass die neuen Einsteiger Intel Prozessoren wohl langsamer sein werden als AMDs neuer Ryzen 3 3300X Prozessor. In Zahlen bedeutet das, dass der Ryzen im Cinebench R20 gut 491 Punkte im Single Core auf dem Tisch legt und der i3 10300 nur 457 Punkte. Im Multicore ist der Ryzen gut 11 Punkte schneller als die Intel-Konkurrenz. Und damit geht diese Tech-News nun auch zu Ende. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, so gebt diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!